Schon vor 70 Jahren wurde dieser mysteriöse Zustand der Materie in der Theorie vorhergesagt. Doch erst jetzt ist einem deutschen Forschungsteam der eindeutige Beweis gelungen. Die Fachleute aus Stuttgart konnten tatsächlich die Existenz eines Suprafestkörpers nachweisen, bei dem das Material, Achtung, superflüssig und fest zugleich ist. What? Klickst um Science and Fiction, hier gibt's täglich spannende Science-Videos, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, nur dann verpasst ihr nichts. Los geht's. One, two. Herzlich willkommen. Diese Sache widerspricht total unseren Vorstellungen von Aggregatzuständen, die man aus dem Alltag kennt. Im Klartext gemeint sind natürlich fest, flüssig und gar gasförmig. In der Physik kennt man aber noch weitere Materiezustände, beispielsweise Plasma oder Suprafluide. Einem Forschungsteam aus Stuttgart ist jetzt das gelungen, worauf Expertinnen und Experten weltweit seit Jahren hinarbeiten. Die Rede ist von dem Nachweis eines weiteren sehr exotischen Materiezustandes. Konkret geht es um den sogenannten Suprafestkörper. Hierbei ist das Material flüssig und fest zugleich. Dafür sorgen Effekte aus der Quantenphysik. Der suprafluide Zustand des Materials überlagert sich hier mit dem Festen. Oder anders gesagt, einzelne Atome sind entweder Teil der Supraflüssigkeit oder aber Teil des Kristalls. Und das völlig unvorhersehbar. Kurz zum Verständnis. Suprafluide sind Flüssigkeiten oder Gase, die keine innere Reibung aufweisen. Sie verfügen über keine Entropie und zudem über eine unendlich hohe Wärmeleitfähigkeit. Innerhalb eines solchen Stoffes kann also kein Temperaturunterschied erzeugt werden. Solche Suprafluide kommen im Kern von Neutronensternen vor oder aber auch im ultrakalten Helium. In ihrem Experiment arbeitete das Stuttgarter Forschungsteam mit Dysprosiumatomen, die bis zum absoluten Nullpunkt bei minus 273 Grad Celsius heruntergekühlt wurden. Die Atome wechselwirkten dann auf zwei verschiedene Arten und Weisen. Zum einen stoßen sie zusammen, wenn sich zwei Atome sehr nahe kommen. Doch auch über eine längere Distanz können sich diese Atome anziehen oder abstoßen. Das liegt an den magnetischen Wechselwirkungen, über die sie verfügen. Das nutzte das Physikteam aus und tarierte die magnetische Dipolwechselwirkung so aus, dass diese nicht nur eine Suprafluidität ausbildeten, sondern zeitgleich auch eine kristalline Gitterstruktur. So entstand ein Suprafestkörper. Dazu die beiden Physiker Mingyang Guo und Fabian Böttcher, die an der Studie beteiligt waren. Die periodische Kristallbildung konnten wir direkt optisch feststellen und die quantenmechanische Überlagerung durch Interferenzexperimente testen. Der endgültige Beweis für diesen Erfolg gelang mit Hilfe von Schallwellen. Die Fachleute ließen diese mit zwei verschiedenen Geschwindigkeiten durch den erschaffenen Suprafestkörper laufen. Da der Suprafestkörper ja zeitgleich fest und flüssig ist, konnte eine charakteristische zweite Form von Schallwellen beobachtet werden. Diese wies eine sehr geringe Geschwindigkeit auf, eine Premiere und der endgültige Beweis dafür, dass es sich bei der erzeugten Materie tatsächlich um einen Suprafestkörper handelt. Eine echte Premiere, denn obwohl dieser exotische Zustand bereits in den 50er Jahren vorhergesagt wurde, konnte er bislang nicht zweifelsfrei und eindeutig nachgewiesen werden. Und so hatte sich in den vergangenen Jahren ein echter Wettstreit zwischen Forschungsteams weltweit entwickelt. Die Stuttgarter Fachleute feiern ihr Ergebnis, dazu der Wissenschaftler Tillmann Pfau. In diesem weltweiten Wettrennen ist es uns damit zum ersten Mal gelungen, alle drei Bedingungen für einen suprasoliden Zustand in einem Experiment mit ultrakalten Dysprosiumatomen zu demonstrieren. Superschwere Elemente, die Jagd nach neuer Materie anklicken, anschauen und Dr. Watson abonnieren, also hier klicken, einer meiner absoluten Lieblingskanäle. Bis dann, bleibt dran.